endlich. Geht es dir gut? Mhm. Und dir? Wie ist es für dich, wieder hier zu sein, zu Hause? Schön. Vertraut und schön. Ja, aber Gregor liebt mich nicht. Wann verstehst du das endlich? So ein Quatsch. Natürlich liebt er dich. Deswegen lässt er dich doch auch gehen, weil er denkt, dass du das so willst. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum du hier so ruhig bleibst. Nach allem, was du erzählt hast, ist der Typ ein Profi. Soll ich vielleicht Angst haben und zittern? Ja, mein Gott, verstehst du denn gar nicht? Der macht uns hier alles kaputt. Und wenn ich es mit dem Teufel persönlich aufnehmen muss, ich bekomme Charlottes Anteile am Fürstenhof. Sonst niemand. Hey, jetzt bleib stehen, bitte. Wieso rennst du von mir weg? Weil ich sowieso schon viel zu viel gesagt habe. Ja, aber du kannst... Du kannst mir doch nicht sagen, dass Gregor mich liebt und dann einfach abhauen. Doch, kann ich. Hast du gesehen? Ihr müsst den Rest schon selbst klären. Hör zu, ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie ihr beide ins Unglück lauft, nur weil ihr es nicht schafft, miteinander zu reden. Bitte, klärt das. Und ich sag, das ist reinem Egoismus. Gregors Gejammer geht mir auf die Nerven. Also, er liebt mich und zieht sich zurück, weil... Weil er dich liebt. Du sollst frei sein, wenn du gehst. Und jetzt muss ich arbeiten, sonst verliere ich meinen Job und muss mir Gregors Gejammer anhören. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Wir bekommen die Anteile. Gut, dass wir das geklärt haben. Was diesen Meier angeht, der Typ ist ein ernstzunehmender Gegner. Wenn er denn überhaupt Meier ist. Ist er. Ich erinnere mich jetzt genau an diesen Mann. Und dann hat das Menü. Nierchen mit Pistazienparfait bestellt doch nicht jeder. Ich meine, der Typ ist schon ganz schön abgebrüht, sich hier in Deutschland blicken zu lassen. Ne? Der muss doch wissen, dass er hier auf der Fahndungsliste steht, nachdem er Gelder in Millionenhöhe unterschlagen hat. Ja. Sie hat ausgezeichnete Nerven. Aber unsere sind besser. Die Anteile meiner Schwägerin gehören uns. Wir werden nicht zulassen, dass sie die einem hergelaufenen Betrüger in den Rachen werft. Natürlich nicht. Sag mal, du kennst doch eine Menge Journalisten. Ja, aber die schreiben über Golf und Sport und so. Das macht ja nichts. Hauptsache, die haben Zugang zu Archiven, an die man nicht so ohne weiteres über das Internet rankommt. Aha, du meinst, die Material über Meier-Blankenfels haben? Vor allem über Meier und seine Geschichte damals. Wir brauchen Fotos, die eindeutig beweisen, dass Blankenfels und Meier ein und dieselbe Person sind. Aber das dürfte nicht so schwierig sein. Er hat sich damals bei der Gründung der Stiftung ordentlich feiern lassen, mit einer Menge Politprominenz. Das stand lang und breit in jeder Zeitung. Ich habe auch noch einen Kontakt zur Staatsanwaltschaft, den ich unauffällig anzapfen könnte. Da wissen wir wenigstens, wie der Stand der Ermittlung ist. Ausgezeichnet. Und du? Was machst du? Ich kümmere mich um meine Schwägerin. Es dürfte nicht falsch sein, das Verhältnis ein bisschen zu pflegen. Und vielleicht erzählt sie mir ja was über ihren Liebhaber. Und es dürfte auch kein Fehler sein, ihr ein bisschen Skepsis einzuimpfen, dass sie keine voreiligen Entschlüsse fasst. Gregor sagt und tut nichts, weil er mich liebt? Wenn das wahr ist, dann müsste er mich doch zurückhalten. Er müsste doch alles versuchen, damit ich hier nicht wegfahre. Aber er schweigt lieber und leidet lieber selbst, als dass er mich leiden sieht. Ob das, was Felix sagt, wirklich stimmt? Er hatte doch schließlich genug Gelegenheiten zu sagen, was Sache ist. Der Abschied vom Fürstenhof scheint dir schwer zu fallen. Du siehst traurig aus, als ob dich etwas bedrückt. Nein, nein. Ist nicht so wichtig. Ich war nur in Gedanken. Noch kannst du es dir überlegen und hierbleiben. Was? Nein. Mir würde es natürlich sehr leid tun. Ich freue mich wirklich darauf, mit dir in Afrika zu leben. Papa, ich mich auch.
Sehr sogar. Dann bist du sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich möchte nicht, dass du nur meinetwegen mitkommst. Es muss dein eigener freier Entschluss sein. Und genau das ist es. Ganz bestimmt. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Im Gegensatz zu mir, wie es scheint. André! Entschuldige, ich war gerade in Gedanken. Ich habe schon gehört, dass du hier bist. Und konntest das gar nicht glauben, was? Mhm. Es war ja auch kaum zu erwarten, dass ich mal für meinen großen Bruder arbeiten würde. Allerdings. Als ihr nach der Wende versucht habt, euch auszusprechen, endete es in einem Streit. Tja, und jetzt sind schon manchmal komisch die Wege des Schicksals. Komm, wir setzen uns. Ja. Vielleicht war es ja vorherbestimmt, dass wir uns hier im Fürstenhof treffen, die ganze Familie. Ja, da ist bestimmt was dran. Und von deiner wiedergefundenen Nichte hast du bestimmt schon gehört. Leonie Preisinger? Mhm. Aber getroffen habe ich sie noch nicht. Sie ist ganz gespannt auf ihre Tante. Aber sie dachte, du wärst zu beschäftigt, um dich mit ihr zu treffen. Überhaupt nicht. Für die Familie habe ich immer Zeit. Sie arbeitet bei mir in der Küche. Aber jetzt erzähl mal von dir. Wie geht's dir da unten im Süden? Ach, sehr gut. Afrika ist etwas ganz Besonderes. Ich mag mein neues Leben. Und trotzdem bist du jetzt hier. Nur für ein paar Tage. Es gibt einiges zu regeln. Aber wie du ja sicher mitbekommen hast, bin ich nicht allein gekommen. Naja, ich habe schon über den Flurfunk gehört, dass dein Begleiter ein großer Wohltäter ist. Keine Chance, ich bin immer noch sauer. Nee, bist du nicht. Willst du das denn wissen? Weil es unmöglich ist. Du kannst unmöglich wegen dieser Weinlieferungsgeschichte noch sauer sein. Ich bin auch nicht sauer wegen der Weinlieferung, sondern weil du das mit der Marquardt hinter meinem Rücken geregelt hast. Sie hat mich angesprochen. Sie hat behauptet, sie hätte mit meinem Onkel telefoniert. Stimmt das wirklich? Können diese Augen lügen? Leider ja. Ich sag nur Whisky-Rechnung. Hm? Hey, komm. Das war eine Ausnahme. Da musste ich einem Freund helfen. Aber jetzt sage ich die Wahrheit. Ich schwör's dir. Spinner. Naja, wo es nun mal schon so gelaufen ist. Können wir uns auch gleich vertragen. Hm? Vor allem, wo Marc noch in Kitzbühel ist und wir sozusagen sturmfreie Bude haben. Hey, verlockende Aussichten. Halt. Erst gibst du zu, dass du mit mir hättest reden sollen, bevor du der Marquardt glaubst. Ich glaube ihr nie wieder ein Wort. Versprochen. Selbst wenn sie behauptet, 2 und 2 ist 4. Simon, ich mein's ernst. Wir wissen beide, dass man ihr nicht trauen kann. Ja. Verstanden. Und ich finde, es dürfte als Entschuldigung schon ein bisschen mehr sein als ein Blümchen. So? Hm? Diamanten? Perlen? Ruinieren brauchst du dich nicht. Okay, dann habe ich eine gute Idee. Wir gehen zum Eisfischen. Was? Eisfischen, ja. Du machst ein Loch ins Eis und ich dann... Ich weiß, was Eisfischen ist, aber darauf habe ich keine Lust. Warum denn nicht? Komm, das macht wirklich Spaß. Wenn du unbedingt aufs Eis willst, wie wäre es mit Eistanzen? Eistanzen? Das kann ich nicht. Das weiß ich, aber ich rede von einer Eistanzshow, die gerade in München läuft. Oh. Findest du das so spannend, wenn irgendein Kerl seine Angebetete übers Eis schlittert? Ja. Du nicht? Nee. Simon, du möchtest dich gerade bei mir entschuldigen und nicht ich bei dir. Also sollten wir das machen, worauf ich Lust habe. Warum bist du denn jetzt schon wieder beleidigt? Ich bin nicht beleidigt. Doch. Ja, doch, das bist du. Ich muss weiter. Meinst du, der Bildband gefällt er mir? Keine Ahnung. Dann kann sie immer reinschauen, wenn sie Sehnsucht nach zu Hause hat. Dann bekommt sie ja noch mehr Sehnsucht. Naja, vielleicht kommt sie dann wieder zurück. Bloß nicht! Dann geht alles von vorne los. Spaß dir doch, indem du einfach sagst, was Sache ist. Komm bitte, das haben wir doch geklärt, ja?
Sie geht nur deinetwegen, das hat sie mir gesagt. Ja, klar. Weil sie sowas wie mit mir nicht nochmal erleben will. Nein. Doch. In Afrika wird es ihr besser gehen und da wird sie glücklicher sein, als sie in Deutschland jemals war. Das wünsche ich ihr. Gregor. Komm, bitte, lass jetzt gut sein. Ich will nicht mehr darüber reden, ja? Heißt das, du willst dich auch vor Samias Verabschiedung drücken? Sag ihr einen schönen Gruß. Ich muss sowieso zu dem Hausbesuch. Geht's bei deinem Hausbesuch um Leben und Tod? Gut, dann ruf da an und sag, dass du eine Stunde später bist. Lass mich! Es geht nicht. Gregor, hör auf, dich davor die ganze Zeit zu drücken. Sag ihr endlich, was Sache ist. Komm, gib dir einen Ruck. Ich kann da nicht hin. Die Termine konnte ich auf nächste Woche verschieben. Hier sind die Listen in Kopie. In Ordnung. Haben Sie eigentlich schon einen Nachfolger gefunden? Mm-mm. Noch was, um das ich mich kümmern muss. Oh Gott. Schmerzen? Mm. Kein Wunder, wenn man den ganzen Tag hier vor dieser Kiste sitzt. Soll ich sie massieren? Ja, ja. Sie sind aber sehr verspannt. Wenn zum Beruflichen auch noch privater Stress kommt. Es ist wie verhext. Simon und ich, wir streiten uns andauernd wegen Kleinigkeiten. Vielleicht geht es ja dabei um was ganz anderes? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber um was? Naja, vielleicht ist es eigentlich Leidenschaft. Finden Sie es besonders leidenschaftlich, als Entschuldigung Eisfischen zu gehen? Sie haben sich doch nicht etwa deswegen gestritten. So eine Idee kann auch nur von einem Mann kommen. Schon damals musste ich als Kind andauernd früh raus und meinem Opa auf den See Eis aufhacken. Klingt sehr kalt. Mhm. Ich stand da und habe mir die Füße abgefroren, wegen Opa und Felix Spaß am Eisfischen hatten. Aber Ihr Freund konnte doch nicht wissen, dass Sie damit irgendeine schlechte Erfahrung gemacht haben. Mhm. Stimmt. So schlecht ist der Vorschlag eigentlich auch gar nicht, oder? Danke, das hat gut getan. Sehr gern. Tja, das war's dann wohl. Meine letzte Massage hier am Fürstenhof. Tja. Oder gibt es noch ein großes Abschiedsfest? Nein, ich mag's lieber schlechter. Mit meiner Mutter, Johann, vielleicht noch auf ein Glas Wein mit ihrem Bruder und Samir, sind Sie sicher, dass Sie das Richtige tun? Ich meine wegen Herrn Dr. Bergmeister. Gerade seinetwegen. Da ging es einem Herrn Plankenfels wie vielen. Eigentlich sind sie nur gekommen, um die Tiere und Landschaften Afrikas zu bewundern. Und dann haben sie sich in die Menschen verliebt. Der Gedanke, ihnen helfen zu können, hat ihn einfach nicht mehr losgelassen. Und da ist er dann auf diese Stiftung gekommen. Es war meine, also unsere gemeinsame Idee. Das hättest du mir nicht zugetraut, hm? Ich engagiere mich seit Jahren für wohltätige Zwecke. In Afrika? Vor allem da. Da habe ich ja Hans kennengelernt. Er hat in diversen Projekten mitgearbeitet, um herauszufinden, wie er am besten helfen kann. Und da wir beide weder Ärzte noch Lehrer sind und auch keine Brunnen bauen können, haben wir uns gedacht, es ist das Beste, wir sammeln Geld. Ah, hier bist du. Ach, entschuldige, wir haben uns ein bisschen verplaudert. Darf ich vorstellen? André Konopka, der Bruder meines geschiedenen Mannes, Hans Blankenfels. Ja, wir sind uns schon begegnet. Ja, beim Frühstück. Nein, früher einmal. Und mir ist auch eingefallen, wann und wo. Ah ja? Ja. Da müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Ich kann mich nämlich gar nicht erinnern. Gern. Und vielleicht reden wir dann über die alten Zeiten? Nicht jetzt. Wir wollen die Dame ja nicht mit faden Geschichten aus unserer Vergangenheit langweilen. Wir sprechen uns später, ja? Komm, mein Schatz. Ja, Sie haben doch nicht im Ernst gedacht, dass Sie uns einfach so davonkommen, hm? Nur kurz Klamotten holen, dann nix wie weg. Nee, nee. Du hast uns eine kleine Abschiedsfeier versprochen. Ach ja?
Wir haben Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit mitgebracht. Ist das lieb. Danke. Das ist eine Überraschung, damit du öfters an uns denken musst. Und wenn du schon keinen ausgeben willst, müssen wir eben dafür sorgen. So. Und eigentlich wollten wir ja ein Abschiedskonzert geben. Mit der Band. Aber da Marc gerade ja nicht da ist, habe ich dir eine CD gebracht. Ich danke dir. Komm her. Auf dich. Ich danke euch allen so sehr. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gregor lässt sich entschuldigen. Er hat einen dringenden Hausbesuch. Schade. Aber ja, vielleicht ist es besser so. Wir werden Sie vermissen. Alles, alles Gute für Sie. Gemüsefond und Sahne. Sehr gut. Vielleicht noch eine Spur Thymian. Ich habe heute Nachmittag deine Tante getroffen. Frau Saalfeld. Ich habe gesagt, dass du sehr gespannt bist auf sie. Bin ich auch, aber... Du hast Angst, dass sie dich als Erbschleicherin bezeichnet, genauso wie mein werter Herr Bruder, ja? Keine Sorge. Charlotte ist ganz anders als ihr Ex. Wenn du meinst. Sie freut sich, dich kennenzulernen. Ich muss Sie sprechen, Herr Konopka. Allein. Also Leute, 5 Minuten Pause, aber nur 5 Minuten, verstanden? Ich sage es nur dieses eine Mal. Lassen Sie bitte Ihre merkwürdigen Andeutungen. Ich kenne Sie nicht und Sie kennen mich nicht. Ich kenne Sie sehr gut, Herr Meier. Unter diesem Namen haben Sie doch eine Stiftung für arbeitslose Jugendliche in Halle gegründet. Und dann haben Sie sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Wie kommen Sie darauf? Weil Sie oft in meinem Restaurant gegessen haben und häufig dasselbe bestellt haben. Kartoffelsuppe. Nierchen, Pistazienparfait. Mehr haben Sie nicht in der Hand? Ein vager Verdacht gegründet auf Nierchen und Pistazienparfait? Ich finde das schon sehr viel. Ach, machen Sie sich nicht lächerlich. Und hören Sie endlich mit Ihren absurden Verdächtigungen auf. Sonst muss ich mich an die Geschäftsleitung wenden. Tun Sie das ruhig. Ich bin gespannt, wie Charlotte die Neuigkeiten über ihren Liebhaber aufnehmen wird. Charlotte wird Sie auslachen und Ihnen kein Wort glauben. Also, geben Sie es auf. Es ist besser für Sie. Ja, bitte. Ich habe dich reingehen sehen. Stör ich? Nein, nein. Nur der übliche Bürokram. Ich wollte mich von dir verabschieden, nachdem du vorhin nicht da warst. Es tut mir leid, aber es ist zu viel. Du weißt ja selber, wie das ist. War's schön? Kurz und schmerzlos. Nette Abschiedsgeschenke. Ja, ich weiß, ich hätte dir auch was schenken sollen. Quatsch, aber nicht nötig. Ich werde dich auch so nicht vergessen. Ich dich auch nicht. Stimmt es? Was? Nichts, Felix. Ja? Nein, er hat heute Morgen nur ein bisschen Blödsinn geredet. Blödsinn? Ja, vergiss es, Samir. Ich wünsche dir alles, alles Gute für Uganda. Danke. Schon komisch. So kurz vorm Abflug
Papa frage ich mich, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Warum denn nicht? Naja, ich habe mich inzwischen schon ziemlich gut hier eingelebt. Trotzdem ist das allein kein Grund für mich. Das allein nicht. Wieso? Gibt's vielleicht noch einen Grund, warum ich hier bleiben und meinen Vater im Stich lassen sollte? Du hast dich entschieden. Es ist wahrscheinlich völlig normal, dass man noch mal zweifelt, bevor es so richtig losgeht. Klar. Gut, leb wohl. Pass gut auf dich auf, Samir. Du auch. Bist du ja endlich. Und wie war's mit meinem Ex-Schwager? Ach, ein furchtbarer Schwätzer. Was heißt das? Kennt ihr euch nun von früher oder nicht? Nein, absolut nicht. Er muss mich verwechseln. Aber das will er einfach nicht einsehen. Ach, der Mann nervt. Da kannst du dich mit meinem Ex-Mann zusammentun. Den hat der gute André auch immer auf die Palme gebracht. Apropos, hast du ihn inzwischen erreicht? Ja. Er kommt in ein paar Tagen wieder. Aber so lange willst du hoffentlich nicht warten, bis du mit ihm über den Verkauf deiner Anteile sprichst. Hans, das haben wir doch schon geklärt. Denk an die Schulen, die wir bauen wollen. Je schneller wir es angehen, desto eher helfen wir. Ich habe dir doch gesagt, dass ich über so etwas nicht am Telefon reden möchte. Manchmal habe ich das Gefühl, dein Ex-Mann ist dir wichtiger als unsere Stiftung. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Wenn du mir versprichst, dass ich keinen Grund dazu habe. Ein Grund zur Eifersucht auf Werner? Nein. Nein, das ist längst vorbei. Gut, aber trotzdem, lass uns nicht zu lange warten. Ich fühle mich nicht sehr wohl hier. Das klingt ja alles nicht so berauschend. Wieso? Mit meiner Schwägerin lief's doch ausgezeichnet. Die doch nicht. Blankenfels. Meier. Ja, von mir aus auch Meier. Aber der ist unser Gegner. Charlotte hat immer noch ihre Anteile, vergiss das nicht. Ja, aber nicht mehr lange. Zumindest, wenn der Typ wirklich ein Betrüger ist. Du zweifelst doch nicht etwa, dass ich recht habe. Ich vergesse nie ein Gesicht. Und dann das Menü. Gerade wenn du recht hast, war es so eine Schnapsidee, dem Typ zu sagen, dass du ihn erkannt hast. Wieso? Ich wollte ihn unter Druck setzen. Dann wird er nervös. Und wer nervös ist? Mal Fehler. Hoffen wir es mal. Hm. Und was ist mit deinen Journalisten? Hm. Noch nichts gehört. Ich erfahre morgen mehr. Die Quelle bei der Staatsanwaltschaft? Zurzeit im Urlaub. Na toll. Wir brauchen mehr Material. Und dann? Und dann wollen wir mal sehen, wie viel es Herrn Meier wert ist, dass die gute Charlotte nichts erfährt. Das ist alles? Ich dachte, wir wollen den ganzen Kuchen und nicht nur ein Stück. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht. War's das? Ja. Was das Geschäftliche angeht? Bis später. Ich verstehe dich nicht. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? In mich? Gar nichts. Du bist ganz verändert, seit du hier bist. Ich?
Kaum bist du wieder im Dunstkreis deines Ex-Mannes, ist er sofort wichtiger als ich. Das ist doch Unsinn. So. Kindischer Unsinn. Wir hatten gesagt, wir fahren hier kurz vorbei, um den Verkauf der Anteile zu regeln. Und jetzt sitzen wir ewig rum. So, du übertreibst. Und da frage ich mich natürlich, warum. Hör doch endlich mit deiner Eifersucht auf. Sofort, in dem Moment, wo wir hier weg sind. Hans, wir haben Großes miteinander vor. Das geht aber nur, wenn wir einander vertrauen. Wenn dieses Vertrauen aber nicht reicht, ist es besser, wir lassen es ganz sein. Die Kinder im Stich lassen? Niemals. Ja, dann reiß dich zusammen. So wird es mit der Stiftung jedenfalls nichts. Entschuldige. Ich möchte nur so schnell wie möglich zurück nach Afrika. Da werden wir gebraucht. Da sind wir glücklich. Lass uns morgen darüber reden. Das Gute ist, dass wir jetzt immer wissen, wohin wir in Urlaub fahren. Nee. Also nach Afrika fahre ich nicht, da ist mir viel zu heiß. Wenn wir während der Trockenzeit fahren, dann ist es halb so wild. Trotzdem. Du willst doch nur Joshua nicht begegnen, stimmt's? Samia. Bist du dir sicher, dass er dich nie überredet hat? Ich meine, er hat dich wirklich unter Druck gesetzt? Nein, es war mein ganz freier Entschluss. Das ist ganz ehrlich. Ich kann das nicht verstehen. Du hast doch hier alles, was du brauchst. Ein Heim, eine Familie, Arbeit. Ja, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben als Masseurin verbringen. Ich möchte tanzen. Aber das kannst du doch alles in Deutschland viel besser als in Afrika. Hier gibt es Tanzakademien, Tanzschulen, was weiß ich noch. Ich vermisse Afrika. Die Gerüche, die Natur. Da ist meine Heimat. Okay, hier auch. Ich weiß, das kommt alles sehr plötzlich. Besonders für dich. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier eine zweite Familie gefunden habe, zu der ich jederzeit zurückkommen kann. Ja. Wir sind immer für dich da. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Hast du Dr. Bergmeister noch gesehen? Mhm. Aber es war noch komischer, als es sowieso schon zwischen uns beiden ist. Als würde es ihm gar nichts ausmachen, dass ich weggehe. Ich wusste gar nicht, dass du an Engel oder sowas glaubst. Tue ich auch nicht. Aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ja, vielleicht, weil ich dran glaube. Er soll dich beschützen, wenn du weg bist. Vielleicht verträgt er sich ja mit den afrikanischen Geistern. Tut er. Ganz bestimmt. Danke. Thank you.
Sie den bitte mal probieren? Angeblich korkt er. Meiner Meinung nach ist er ausgezeichnet, aber dieser Wichtigtour da hinten möchte sich vor seiner Begleitung auch plustern. Der Wein ist völlig in Ordnung. Gutes Tröpfchen. Entschuldigung. Bringen Sie dem Tisch da hinten eine neue Flasche Wein. Der Ärger lohnt sich nicht. Jo. Trinken wir dem selbst. Später. Haben Sie schlechte Laune, Herr Konopka? Wegen meiner Schwester. Ich verstehe das nicht. Warum muss er sich immer mit mir streiten? Ach so, ja, es tut mir leid. Ich dachte, Victoria wüsste von der Weinbestellung. Ach, darum geht's überhaupt nicht. Danach hatten wir uns auch wieder vertragen. Für ungefähr eine Minute. Eine wahre Ewigkeit. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen mit einem Ausflug zum Eisfischen. Eisfischen? Eisfischen? Sie wollten mit meiner Schwester zum Eisfischen gehen. Oh, Victoria hasst Eisfischen. Unser Opa hat uns früher mal mitgeschleppt, also ich mag das ja. Aber meine Schwester, sie hasst es. Erstens ist es ihr zu kalt und zweitens tun ihr die Fische leid. Eiskonfekt? Gut. Eiscreme? Lecker. Eisfischen? Schlecht. Nett von meinem Schwager, dass er dir vormittags freigegeben hat. Ich darf doch du sagen, wo wir verwandt sind. Sicher. Ich heiße Charlotte. Leonie. Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Jetzt habe ich immerhin eine Nichte. Von der ich all die Jahre nichts geahnt habe. Das Leben ist manchmal verrückt. Wärst du nicht durch Zufall hier am Fürstenhof gelandet, hätte ich wohl nie von deiner Existenz erfahren. Und von der deiner Mutter, meiner Halbschwester. Jetzt ist es leider zu spät. Vielleicht war es gar kein Zufall, dass ich hier am Fürstenhof gelandet bin und es sollte so sein. Weißt du, dass ich meinem Schwager gegenüber gestern etwas Ähnliches gesagt habe? Wirklich? Hm. Der Fürstenhof ist ein ganz besonderer Ort, an dem alle immer wieder zusammenkommen. Ich habe hier ein neues Zuhause gefunden. Ein neues Leben. Obwohl es anfangs alles andere als einfach war. Werner hielt mich für eine Erbschleicherin. Und es hat eine Zeit gedauert, bis er eingesehen hat, dass es nicht so ist. Und deshalb bist du mir erst mal aus dem Weg gegangen. Weil du Angst hattest, ich würde das auch glauben. Keine Sorge. Und du willst in Afrika eine Stiftung gründen? Ja. Ich bin nur hier, um mit allem abzuschließen. Für dich bedeutet der Fürstenhof einen Neuanfang. Für mich ist er Vergangenheit. Jetzt ist Vera schon wieder oben bei dem auf dem Zimmer, um sich zu verabschieden. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das letzte Mal. Also ich finde, dir wäre auch kein Zacken aus der Krone gebrochen, wenn du raufgegangen und ihm alles Gute gewünscht hättest. Ich bin aber nicht so ein Heuchler wie der. Vorne rum tut er immer so nett, aber ich trau dem nicht über den Weg. Der hat versucht, mir alles zu nehmen. Meine Frau, meine Tochter. Ja, bei der hat es auch noch funktioniert. Das kannst du doch so nicht sagen. Das war doch Samias freie Entscheidung, mit ihm zu gehen. Samir wäre nie nach Afrika zurückgegangen, wenn der nicht hier aufgetaucht wäre. Der war todkrank und er wollte Frieden machen. Das kannst du mir ja wirklich nicht vorwerfen. Frieden machen? Seitdem der hier ist, gab's nur Krach. Ja, da bist du ja auch nicht ganz unschuldig dran. Ja, ich weiß. Ich hätte mich mehr zurücknehmen sollen, aber dieser Obote, der hat mich immer wieder provoziert. Jetzt sei doch einfach zufrieden, dass die Vera bei dir bleibt. Reicht dir denn das nicht? So, findest du es in Ordnung, dass Samia geht? Ja, aber Samia ist erwachsen. Das ist ihre freie Entscheidung. Samia hat das gute Recht dazu. Oder willst du ihr das auch noch verbieten? Ich weiß, dass ich das nicht kann. Du bist doch auch nicht viel besser als ihr leiblicher Vater. Der denkt auch immer nur, was er sagt, ist richtig für sie. Hoffentlich ist er bald verschwunden. Dann habe ich endlich meinen Frieden. Ja, bitte? Vera? Überrascht? Mit dir habe ich nicht gerechnet. Denkst du, ich lasse dich einfach so abreisen, ohne auf Wiedersehen zu sagen?
Wir sind geschieden. Da ist es nicht selbstverständlich. Ja, trotzdem können wir ja miteinander umgehen wie zivilisierte Menschen. Wie Freunde. Ist es das, was du mir sagen willst? Wir können Freunde bleiben? Ich weiß, es klingt schal, aber ich meine es ernst. Freunde. Oder auch mehr. Nein. Nein, mehr nicht. Ich gehöre zu Johann. Du sollst nur wissen, meine Tür steht immer offen. Das weiß ich, danke. Aber... Schon klar. Du wirst nicht kommen. Nicht einmal, um deine eigene Tochter zu sehen? Ich werde Samia bestimmt besuchen. Sie fehlt mir jetzt schon, aber was erzähle ich dir? Du weißt ja, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Du verlierst Samia nicht. Es ist das Normalste auf der Welt, wenn Kinder ihre eigenen Wege gehen. Aber ihr Weg führt so weit weg von mir. Das kann man sich als Eltern nicht immer aussuchen. Du kannst es dir immer noch überlegen. Ob ich mitkomme? Du gibst wohl nie auf, was? Die Hoffnung, dass du deine Liebe für mich wiederentdeckst? Niemals. Ja. Leb wohl. Doch was, dann hätte ich dir geholfen. Und das Zeug den ganzen Weg hierher geschleppt? Ja, sicher. Ich meine, es handelt sich um eine einmalige Aktion. Trotzdem danke. Soll ich dir ein Taxi rufen? Ich meine, bis zum Flughafen willst du die Tasche ja wohl nicht schleppen. Nein, lass mal. Ich hol gleich meinen Vater ab und dann fahren wir zusammen zum Flughafen. Ach so. Ja. Dann bring ich das Zeug mal rein. Gregor. Ich dachte, du bist längst weg. Nein. Aber gleich. Gute Reise. Vielleicht schreibst du mir mal eine Postkarte oder eine Mail, wie es dir so geht. Ja. Bestimmt. Also, ich muss dann. Mein Wartezimmer ist bestimmt schon voll. Mach's gut. Du wolltest mich sprechen. Das hier ist eben gerade mit dem Kurier gekommen. Siehst du, mein Journalist liefert sehr wohl. Ein bisschen was darfst du ja auch zu unserem gemeinsamen Erfolg beitragen, oder? Und du? Was machst du eigentlich? Ja, für uns beiden hat Maya erkannt. Nein, dann lass uns mal erstmal abwarten, ob es auch tatsächlich ist. Ich hab's gewusst. Maya, eindeutig. Also, ich weiß nicht. Ja gut, die Haare sind grau und die Frisur ist anders. Aber schau dir mal die Nase an. Und die Augen. Obwohl, du könntest recht haben. Ich habe recht. Gut gemacht. Jetzt wollen wir mal sehen, was der große Wohltäter dazu sagt. Wollen wir davon lieber nicht noch eine Kopie machen? Ausgezeichnete Idee. Tu das. Ich bin gespannt, wie viel es ihm wert ist, dass meine Schwägerin das nie sieht. Das war's dann. Ich werde nie wieder hier tanzen. Nie wieder durch den Park gehen. Gregor nie wiedersehen.
Morgen bin ich wieder in Uganda. Fange ein neues Leben an. Ich werde meine Zeit hier am Fürstenhof ganz schnell vergessen. Edward. Der Abschied scheint dir nicht leicht zu fallen. Nein. Willst du in Afrika weiter tanzen? Ob ich da genauso gute Möglichkeiten habe wie hier, ist fraglich. Aber es liegt nicht am Tanzen, dass dir der Abschied schwerfällt, hm? Dr. Bergmeister bedeutet dir sehr viel. Immer noch. Ja, aber es ist sinnlos. Ich mag mir da einfach keine falschen Hoffnungen mehr machen. Bist du dir sicher? Willst du ihm nicht doch noch eine Chance geben? Er hatte genug Chancen. Menschen ändern sich und lernen aus ihren Fehlern. Dass Gregor mich nicht liebt, ist kein Fehler, sondern Schicksal. Ach, Hildegard. So. Du weißt halt, was ich brauche. Und vor allem, wann ich es brauche. Ja, das wäre auch traurig nach 34 Jahren. Gut schaust du aus, Hildegard. Was ist mit dir los? Nix. Ich habe bloß gerade gedacht, was ich für ein Glück habe. Ich erschließe dich auch. Oh, Herr Doktor. Es ist schön zu sehen, wenn man sich nach so langer Zeit noch liebt. Naja, streiten tun wir schon auch manchmal. Ich habe gerade gesagt, 34 Jahre kennen wir uns jetzt. Aber damals habe ich den Kerl zu seinem Glück fast zwingen müssen. Ja, wenn die Hildegard nicht so hartnäckig gewesen wäre, dann wären wir heute wahrscheinlich gar nicht zusammen. Ich wäre fast nach Norddeutschland zurück. Aber dann hat er es doch noch kapiert. Ja, wir Männer brauchen halt manchmal ein bisschen länger. Ein bisschen. Sie waren kurz davor, nach Hause zu fahren. Ja, ja, aber dann habe ich begriffen, dass es ganz einfach ist. Ich muss nur Ja sagen zu meiner Hildegard. Nur Ja sagen. Nur Ja sagen. Einfach nur Ja sagen, genau. Danke. Und viel Glück weiterhin. Herr Lechner. Herr Doktor. Sie habe ich ja völlig vergessen, wegen der Spritze. Richtig, können wir das auf morgen verschieben? Nein, ich habe solche Schmerzen. Sie haben Schmerzen. Also gut, kommen Sie mit. Pass auf dich auf. Also, jetzt endgültig. Auf Wiedersehen und nicht lebewohl. Ich komme sicher bald nach Uganda, aber nur zu Besuch. Das habe ich kapiert. Und pass auf unsere Tochter auf. Und vergiss nicht, sie ist erwachsen. Misch dich nicht dauernd in ihr Leben ein. Vera, ich verspreche es dir. Samia, ich denke, wir müssen. Moment, bitte. Keine Hektik. Lass sie in Ruhe Abschied nehmen. Du hoffst immer noch, dass er kommt. Ja. Lange darf er nicht mehr auf sich warten lassen. Samia, bitte. Auch wenn es weh tut, du hast einen Entschluss gefasst. Ja, es ist einfach besser so. Also, komm her. Pass auf dich auf, mein Schatz. Vermiss dich jetzt schon. Ist sie weg? Ja. Zu spät, sie sind weg.
Ja, was ist denn? Wir müssen reden. Verschwinden Sie. Na gut. Aber nur, wenn Sie nicht wieder mit Ihren absurden Verdächtigungen anfangen. Die Zeit der Verdächtigungen ist vorbei. Jetzt habe ich Beweise. Erkennen Sie sich wieder, Herr Meier? Wie lange ist das her? 18, 19 Jahre? Was wollen Sie? Ich nehme an, meine gute Schwägerin weiß nichts von Ihren menschenfreundlichen Aktivitäten damals. Wovon reden Sie? Sie gründen eine Stiftung, sammeln das Geld und schwupps sind Sie verschwunden. Was wollen Sie? Na, was wohl? Wie viel? Du musst hier bleiben. Gregor. Bitte fahr nicht nach Afrika. Ich liebe dich. Eine Vollmacht für den Verkauf? Ich habe alles überprüft. Du brauchst nur zu unterschreiben und schon morgen wird der Grundstein gelegt. Wunderschön. Darf ich bitten? Und der Flug geht nach Bombay. Da wäre ich auch gern.